ich heute Abend hier bin, weiß ich nicht genau. Vielleicht, weil ich ein Rockstar-Model bin und Rockstar-Models rocken und müssen natürlich auch so ein geilen Event sein. Und worauf freust du dich am meisten heute Abend? Also ich kann gar nicht genau sagen, worauf ich mich am meisten freue. Also ich denke mal, das ganze Programm wird toll. Die Show nachher, bin ich mal gespannt. Da laufen auch zwei Mädels von mir mit, die auch bei Topmodel waren. So eine schöne Location. Also ich denke, es wird ein cooles Event. Und was bedeutet Mode für dich? Worauf achtest du beim Kleiderkauf? Was macht ein Typ aus dir? Weil Mode unterstreicht immer irgendwo den Charakter. Man kann sich da halt ausleben, wie man möchte. Ne? Also ich ziehe mich gerne verrückt und skurril an. Und das macht halt auch meinen Typ aus. Das unterstreicht das Ganze. Wie gefällt dir denn Berlin und die Fashion Week? Die Fashion Week finde ich richtig cool. Berlin finde ich auch richtig geil. Ich konnte hier nicht wohnen, weil das für mich viel zu groß ist, Berlin. Aber es ist richtig geil, hier zu sein. Und hoffentlich komme ich hier öfter. Was bedeutet denn Mode für euch? Ist es eine Lebenseinstellung oder eher ein nice to have? Also ich finde, Mode ist nicht zu definieren. Also jeder Mensch entscheidet sich selber, was für ihn modisch ist. Und ich glaube, jeder kleidet sich auch selber, wie er will, und ist auch, glaube ich, ganz gut so. Es geht manchmal auch schief, aber grundlegend, glaube ich, muss jeder seinen eigenen Style ein bisschen haben. Tom Rebel, kennt ihr den und freut ihr euch auf die Show heute Abend? Ich muss sagen, ich habe davon noch nicht ganz so viel gehört. Ich weiß nur, dass eine Freundin von mir dafür mal gemodelt hat. Deswegen bin ich natürlich gespannt, weil ich stehe auch ein bisschen auf so Rocky-Schick. Was ist das absolute Highlight heute Abend? Ja, unser Highlight ist natürlich der Tom Rebel Catwalk am Ende, wo wir ein paar Celebrities auf den Catwalk schicken. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Ja. Und nächstes Jahr geht's locker weiter? Ja, wir sind jetzt schon im dritten Jahr mit der Veranstaltung und im nächsten Jahr gibt es dann Fashion Rock Night Volume 4 mit einer sehr großen, bekannten Rockband und mit weiteren total krassen Kreationen im Fashion-Bereich. Ja. Will I try? This bloody nightmare to reach out and be free. If hope can come in strange disguises, then still there's hope. I think we formed a band in 2006. First album came out in 2007 in Holland. I think 2008 in Germany, our first album. And now we've just released our second album in Holland just a couple of months ago. And the album will be coming out in Germany in April in Germany. Please tell something about your special connection to Karl Lagerfeld. Of course, he's a very nice man. Our friend. He asked us around for tea and said, I know you guys really like the apple cake, so I bake an exceedingly good apple cake. And it was really good. And he said, it was quite good. Yeah, it was quite good. Nice, well baked. What he said was, I like you guys so much, would you like to wear my clothes? And we thought, well, Carl, we'll have to think about that one. So we thought for like 3 seconds and said, yeah, it's fine. It's just a matter of time, I'm taking a chance, watching the world spin through my eyes.